Mein Name ist Monika Donner, ich bin strategische Analytikerin und hauptberuflich als Juristin im Verteidigungsministerium tätig. Die derzeitige Massenmigration um und in Europa wurde von den USA und der NATO geostrategisch zur Destabilisierung verursacht. Nein, auf keinen Fall. Ich habe bereits am 11. Mai 2015 die Regierung und das Parlament, unter anderem auch den Bundeskanzler und einzelne Minister, mit meiner strategischen Analyse God bless you Putin vorgewarnt und darauf hingewiesen, dass in absehbarer Zeit mit höchster Wahrscheinlichkeit mit einer Verstärkung der Flüchtlingswellen zu rechnen ist. Habe auf damit in Verbindung auch auf die organisierte Kriminalität hingewiesen und auf die massive Terrorgefahr, die auf Europa zukommt. Daher habe ich empfohlen, umgehend das Bundesheer zu verstärken, die Grenzraumüberwachung zu forcieren und dabei auch bereits Spezialeinsatzkräfte vorzusehen zum Schutz kritischer Infrastruktur. Sehr viel, nämlich nichts. Hunderttausende Flüchtlinge haben seitdem, also so circa ab Sommer, völlig unkontrolliert österreichisches Territorium betreten. Diese Aussage habe ich persönlich bekommen vom polizeilichen Einsatzleiter in Nickelsdorf, der uns vor laufender Kamera gesagt hat, dass wegen der Masse der Menschen keine Kontrollen stattfinden, keine Registrierungen stattfinden, obwohl genau das Gegenteil passieren müsste. Denn je mehr Menschen hier in unser Land wollen, umso höher ist natürlich der Anteil an Menschen, die eventuell nichts Gutes mit Österreich im Schilde führen, und umso mehr muss kontrolliert werden und auch registriert werden. Das ist nicht passiert. Am 10. November 2015 habe ich mit drei Bürgermeistern, nämlich den Bürgermeistern von Nickelsdorf, von Spielfeld und von Bayerisch-Geretsried, ein Pressegespräch gemacht, wobei ich eine vertiefende strategische Analyse präsentiert habe, wieder auf die Terrorgefahr, auf die massive Terrorgefahr in Europa hingewiesen habe und natürlich auf die nach wie vor anhaltenden Flüchtlingsströme, welche Abwehrmaßnahmen man ergreifen müsste, und habe ein Lösungskonzept präsentiert, das 7 Lösungen auf internationaler Ebene und 6 Lösungen auf nationaler Ebene vorsieht. Und sollte man sie verfolgen, also wenn man das will, dann wäre die Flüchtlingskrise in absehbarer Zeit bzw. Spätestens mittelfristig gelöst. In den Medien das Echo war bis jetzt nicht sonderlich groß, obwohl wir ein Pressegespräch gemacht hatten und auch die Bürgermeister, die erwähnten, hinter dem Konzept stehen. Aber das ist derzeit der Status quo. Also die Politik hat bis dato nicht direkt, die Politik hat bis jetzt direkt nicht reagiert. Leider haben sich 3 Tage nach der Pressekonferenz diese tragischen Attentate, wer auch immer sie ausgeführt hat, in Paris ereignet. Das heißt, wiederum wurde bestätigt, dass die Analysen richtig sind. Und kurz darauf, ich glaube es war am 17. November, wurde der Bürgermeister von Nickelsdorf, der Ingenieur Gerhard Zapfel, vom Bundeskanzler geladen, wobei der Gerhard, also der Ingenieur Zapfel, dem Bundeskanzler mein Lösungskonzept auf den Tisch gelegt hat, mit dem Ersuchen, sich das einmal anzusehen. Viele Szenarien. Was garantiert ist, ist, dass wenn die Flüchtlingskrise nicht in absehbarer Zeit unter Kontrolle gebracht wird, dass Europa völlig und systematisch destabilisiert wird. Und ein Aspekt davon könnte sein, dass, so wie es ja schon die CSU fordert in Deutschland, demnächst Deutschland die Grenzen dicht macht. Wenn Österreich nicht auch binnen kürzester Zeit dann die Grenzen dicht machen würde, kämen in 5 Tagen in etwa 50.000 Fremde
nach Österreich. Das ist ungefähr so viel, wie Österreich zurzeit gerade beim Bundesheer Mobilmachungsstärke hat. Das österreichische Bundesheer, so wie es orgplanmäßig mobil gemacht, also nicht jetzt aktiver Teil, mobil gemacht dastehen würde, könnte man ins Ernst-Happel-Stadion hineinsetzen. Nur mal zum Größenvergleich. Auf jeden Fall, und das auch ganz unbeschadet von der aktuellen Krise, sollten sich die Menschen nicht teilen lassen. Nicht in links und rechts teilen lassen, sondern entgegen dem Grundsatz Divide et Impera, also entgegen dem Grundsatz Teile und Herrsche, sich vereinen, sich solidarisch zeigen, die Linken mit den Rechten und vor allem mit der Mitte, aber auch mit den Migranten, die bei uns in Österreich wirklich integrationswillig sind und sich mit den Österreichern bereit sind zu solidarisieren. Hier sollte eine einheitliche Linie bestehen. Die Menschen sollten aufeinander aufpassen, sich wie gesagt nicht entzweien lassen und für den nicht gerade unwahrscheinlichen Fall, dass die Exekutive entweder versagen wird oder teilweise versagen wird, um die Sicherheit der Republik zu gewährleisten, sollten sich die Menschen entsprechend selbst vorbereiten, Vorsorge treffen. Auf jeden Fall, sich zu bewaffnen kann nicht schaden im legalen Rahmen. Auch sich mit bewaffneten Institutionen wie zum Beispiel Schützenvereinen oder ehemaligen oder mit Reservisten, also mit ehemaligen Milizsoldaten zu verbünden, dass sich die Exekutive, auch die Polizei, die Aktiven mit dem Bundesheer mehr verschränken, auch auf privater Ebene. Das heißt, hier sollte auf jeder Ebene Solidarität gefördert werden und die Menschen sollten gemeinsam wachsam sein, denn mit den Flüchtlingsströmen kommen, wie gesagt, nicht nur Österreich und Europa wohlgesonnene Menschen hierher. Man muss ja auch bedenken, die leben zum Teil im Bewusstsein oder haben im Bewusstsein gelebt, dass der Westen auf ihre Kosten lebt. Der Westen bombt ihnen die Häuser unter dem Hintern weg und der Westen lockt sie hierher. Und dann stehen sie hier praktisch vor verschlossenen Toren, also weil die Menschen schon langsam die Nase gestrichen voll haben. Das ist, könnte das Barometer in Richtung Radikalisierung gewaltig in die Höhe treiben.